Unser nächster Block, Kennlinienfelder von Transistoren. Wir haben bis jetzt eigentlich nur bei den Transistoren und so Eckdaten angeschaut. Wir haben irgendwie wissen wollen, bei welcher Spannung an der Basis fängt der an zu leiten. Was ist denn der maximal Kollektorstrom, den ich mit diesem Transistor durchschalten kann. Wenn wir jetzt ein bisschen näher in diesen Bereich hineinschauen wollen, zwischen Transistor ist voll eingeschaltet und Transistor ist voll ausgeschaltet. Und das ist eigentlich der interessante Betriebsbereich beim Transistor, dass man da in diesem Mittelbereich drin ist und den als Verstärker zum Beispiel verwendet, dann kann ich das Verhalten des Transistors in dieser Hinsicht nicht mehr über eine einzelne Zahl beschreiben, sondern ich muss da schon mehr ganze Funktionen oder sogar Funktionsscharen beschreiben, und das geht mit diesen Kennlinienfeldern. Wenn man in ein Transistor-Datenblatt hineinschaut, dann findet man zwei solche Abbildungen. Und die linke dieser Abbildung, das ist das Kennlinienfeld. Da haben wir aufgetragen die Kollektor-Emitter-Spannung, die eben vom Kollektor zum Emitter abfällt. Und wir haben aufgetragen den Kollektorstrom. Und wir sehen eben jetzt hier bei 500 Mikroampere an der Basis, die reinfließt, würden wir hier so ein Verhalten bekommen. Das heißt, egal wie viel jetzt bei der Basis hineinfließt, wenn wir keine Kollektor-Emitter-Spannung vorgeben, fließt auch kein Strom. Da sind wir hier immer auf 0. Und je größer dann die Kollektor-Emitter-Spannung wird, desto größer wird der Strom, der sich einstellt, aber der sättigt dann irgendwann. Und eigentlich diese rechte Seite, das ist das, was wir bis jetzt mit der Stromverstärkung beschrieben haben, dass wir gesagt haben, der Kollektorstrom ist bei 50 Mikroampere so groß, bei 100 Mikroampere so groß und so weiter und so fort. Diesen Teil hier links, den haben wir uns eigentlich nicht wirklich angeschaut. Und weiß nicht, ob wir das jetzt in dem Block machen werden, dass wir da weiter, weil wir arbeiten eigentlich immer mehr in diesem Bereich in der Mitte. Aber wenn ich jetzt irgendeinen anderen Strom zum Beispiel habe in der Basis, 70 Mikroampere, dann kann ich da so in der Mitte einen Punkt hineinschätzen oder eine weitere Linie hineinschätzen. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, der Transistor hat diesen Kollektorstrom bei meiner Basiskonfiguration, bei der Kollektor-Emitter-Spannung, und das ist dann zum Beispiel ein Punkt hier, und ich möchte wissen, was passiert, wenn ich jetzt die Kollektor-Emitter-Spannung erhöhe, dann kann ich einfach hier in dem Diagramm nach rechts gehen und ein bisschen interpolieren mit der Steigung der benachbarten Linien in diesem Kennlinienfeld. Und mir so ein Bild davon verschaffen, wie dieser Transistor sich verhalten wird. Auf der rechten Seite hier haben wir ein zweites Bild. Das sind eben die beiden Bilder, die man meistens sieht am Datenblatt. Und das ist jetzt die Kennlinie dieser Basis-Emitter-Diode, wobei wir hier nicht den Basisstrom, sondern schon den mit der Stromverstärkung verstärkten Kollektorstrom eingetragen haben. Und die ist eben in einer einfach logarithmischen Abbildung, also die Basis-Emitter-Spannung, die ist linear, aber der Kollektorstrom, der dann daraus resultiert, der ist eben logarithmisch. Und damit schaut das aus, wie jede Diodenkennlinie ausschaut in einer derartigen Abbildung. Wir haben einfach hier einen geraden Strich als Kennlinie. Und ihr erinnert euch, wie so eine Diodenkennlinie ausschaut in einer nicht-logarithmischen Abbildung. Da war das einfach so eine Art Nulllinie, und dann gibt es irgendwo einen magischen Punkt, da schnellt dann der Strom, der fließt in die Höhe, und idealisieren kann man das dann quasi so als ein wirklich 90-Grad-Stück. Aber dieses in die Höhe schnellen in der logarithmischen Abbildung sehen wir, das hängt einfach nur davon ab, was ich als meinen interessanten Bereich in diesem Spektrum von möglichen Strömen sehe. Und wenn mein interessanter Bereich hier liegt zum Beispiel, da würde ich sagen, bei dieser Spannung, da fängt die Diode auf einmal an zu leiten. Wenn jemand anderes sagt, ich arbeite mit ganz kleinen Strömen und mein interessanter Bereich ist hier, dann würde der quasi ein ähnliches Bild sehen, nur die Flussspannung ist versetzt, und hier sehen wir hier das gesamte Verhalten dieser Diode und können jetzt überschlagsmäßig zu einer Spannung, die wir vorgeben, an der Basis-Emitter-Strecke abschätzen, welcher Kollektorstrom dann da tatsächlich fließt. Gut. Die rechte Kurve, die ist natürlich bei einer entsprechend hohen Spannung, damit der Strom auch fließen kann. Ja, da steht dann meistens irgendwo noch dazu, da steht dann irgendwie bei 5 Volt gemessen, bei 12 Volt gemessen, was auch immer. Ich möchte mir das dann eh auch gleich anschauen anhand eines echten Datenblatts. Ich glaube, das kommt dann da unten gleich in der Diskussion, genau. So, genau, das ist noch ein wichtiger Punkt.
fast hätte ich ihn vergessen, aber spätestens vom Datenblatt einmal drauf gekommen. Ich kann hier grob abschätzen, wie das Verhalten von einem Transistor ist. Auch wenn ich vorher gesagt habe, wenn ich da einen Punkt habe, möchte wissen, was passiert, wenn ich mit der Kollektor- und Mittelspannung höher gehe, dann gehe ich da einfach nach rechts und orientiere mich an den benachbarten Linien. Es ist aber keine exakte Wissenschaft. Aber warum macht das gar keinen Sinn, hier eine exakte Wissenschaft betreiben zu wollen? Genau. Es ist jeder Transistor anders. Ich habe extrem große Bauteilschwankungen. Das heißt, mehr als ein großes Bild nutzt man sowieso nichts. Ich kann da jetzt natürlich mir irgendwie fantastische Dinge vorstellen mit, ich weiß ganz genau, welche Spannung bei welchem Strom, aber ich kann diese Schaltung nie aufbauen, weil ich nehme einen anderen Transistor, ich habe ein anderes Verhalten. Die Temperatur ändert sich um 2 Grad, ich habe ein anderes Verhalten. Das heißt, meine Schaltungen müssen sowieso so aufgebaut sein, dass ich ein Schwanken des Verhaltens der Transistoren irgendwie kompensieren kann. Und das werden wir uns heute noch anschauen. Ich glaube, im letzten Block, den wir heute machen werden, bei der sogenannten Stromgegenkopplung der Emitterschaltung, wie ich solche Schaltungen aufbaue, dass ich das grobe Verhalten des Transistors für mich nutze, aber in den Details jetzt nicht auf das exakte Verhalten des Transistors angewiesen bin, sondern mich da retten kann, indem ich die Schaltung so mache, dass die ein bisschen toleranter dafür ist, wie der Transistor genau sich verhält. Gut. Was sollen wir aus diesem Datenblatt ablesen? UBE 0,77 Volt, UCE 12 Volt. Okay. Klicken wir da mal drauf. Schauen wir, was passiert. So, und da sind auch schon diese beiden Kennlinien. Schauen ziemlich so aus, wie wir das vorher gesehen haben. Was möglicherweise daran liegen kann, dass ich auch mich an diesem Datenblatt orientiert habe, wie ich den Block geschrieben habe, weil das so der Standardtransistor ist. Wir sehen hier die Basis-Emitter-Diode mit dem Kollektorstrom, wo wir da eben die 1 mA Linie haben, die 100 Mikroampere Linie, die 10 und die 100 Milliampere Linie und hier die Basis-Emitter-Spannung und wir sehen irgendwie bei 0,6 Volt, da fängt es an interessant zu werden, aber noch im Bereich von, was haben wir da vielleicht, 180 Mikroampere, das sind 100 Mikroampere, das sind 200 Mikroampere. Und wenn wir das bei 0,7 Volt sind, dann fließen da schon 10, 9, 8, 7, 6, 5 Milliampere durch die Kollektorstrecke. Also je nachdem, wo man seine sinnvollen Kollektorströme sieht, würde man jetzt eben sagen, 0,6 Volt, 0,7 Volt, da fängt dieser Transistor an zu leiten. So, wir wollten jetzt wissen, was passiert bei diesem Transistor, bei einer Basis-Emitter-Spannung von 0,77 Volt und einer Kollektor-Emitter-Spannung von 12 Volt. Also welcher Kollektorstrom fließt dann? Wie würde man das am besten herausbekommen mit Hilfe dieser beiden Linien hier? Wir können dann nicht in dem linken Diagramm nachschauen, da haben wir nämlich die Basis-Emitter-Spannung nicht. Wir können nicht in dem rechten Diagramm nachschauen, weil das ist ja gemacht bei einer Kollektor-Emitter-Spannung von 5 Volt und nicht von 12 Volt. Im linken Diagramm sehen wir ja, wenn die Kollektor-Emitter-Spannung zunimmt, steigt auch der Kollektorstrom. Ein bisschen. Naja, aber wie würden wir das am sinnvollsten machen, sodass wir noch eine halbwegs akkurate Schätzung bekommen? Schauen nach, was für ein Badestrom fließt
Ich habe einen einfacheren Vorschlag. Darum wiederhole ich den jetzt nicht für die Aufzeichnung. Tut mir sehr leid. Der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Wir fangen an im rechten Diagramm. Wir haben gesagt 0,77 Volt, oder? 0,7 Volt, also irgendwo da sind wir dann. Dann sind wir, so weit kann ich nicht drauf zeigen. Naja, sagen wir 30 mA. Kommt das hin? 40. 10, 20, 30, 40, danke. gut, sagen wir 40 mA. Das heißt, wir wissen, 40 mA beim Kollektor, 5 Volt an der Kollektormittelstrecke. Und jetzt können wir einfach hier sagen, 5 Volt an der Kollektormittelstrecke und 40 mA. Und jetzt können wir hier einfach von diesem Punkt ein bisschen nach rechts gehen und interpolieren in diesem Feld hier. Das heißt, wir brauchen gar nicht zurückrechnen auf den Basisstrom, um die richtige Linie zu finden, weil wir haben ja schon einen Punkt hier, 5 Volt, 40 mA. Und ich würde jetzt mal sagen, bis wir auf 12 Volt gehen, naja, da wird das vielleicht von hier so raufgehen und dann haben wir vielleicht 45 mA. Und das ist eine ganz grobe Schätzung. Und wie gesagt, das macht gar nicht Sinn, mehr zu machen, als hier grob zu schätzen, weil das eben Bauteile sind, wo wir inhärent erwarten können, dass die eine große Schwankung haben. Ihr erinnert euch, das letzte Mal haben wir nachgeschaut, wie die Stromverstärkung von diesem Transistor ist. Und das möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen. Da haben wir drei verschiedene Klassen, A, B, C beim BC547. Und A hat eine Stromverstärkung von 110 bis 220, also praktisch Faktor 2. B von 200 bis 450, also sogar ein bisschen mehr als Faktor 2. Und C von 420 bis 800, was wieder ein bisschen weniger ist als Faktor 2. Also wir sehen schon hier so extreme Schwankungen, dass das alles nur eine grobe Abschätzung ist und jetzt nicht. Wenn wir das rechte Diagramm etwas mehr in die Breite gezerrt hätten, sodass wir den relevanten Bereich da besser auf der X-Achse darstellen, dann könnte das besser ablesen, oder das machen wir das deswegen nicht, weil das eh nicht so genau ist, wieder mal. Die Frage war, ob das rechte Diagramm hier in der X-Achse, in der Basis-Emitter-Spannungsachse so stark gestaucht ist, weil es eh wurscht ist, was man da genau ablesen kann. Und die Antwort ist einfach, ich weiß es nicht. Es könnte sicherlich ein psychologischer Faktor sein, dass man sich das überlegt, dass man sagt, man macht das nicht so, dass man super exakt ablesen kann. Ich weiß es nicht. Für viele Dinge, die man praktisch heutzutage machen kann, ist es aber, wenn man solche Sachen detaillierter haben möchte, sowieso nicht sinnvoll, das aus den Datenbanken rauszulegen, sondern es ist besser, die Transistormodelle sich herzunehmen und das in einem Schaltungssimulator zu berechnen. Weil man sieht eben hier, bei so einem Kennlinienfeld, generell habe ich halt immer nur so gewisse Ausschnitte, dann ist es vielleicht bei einer Temperatur oder noch einem anderen Parameter, so wie ich irgendwie was habe, wo ich vier Parameter in Bezug bringen möchte, kann ich das nicht mehr sinnvoll mit einem Diagramm machen. Da hört es dann einfach auf, sinnvoll zu sein. Und darum, wenn man solche Sachen genauer machen möchte, dann ist es sowieso besser, sich ein genaues Modell des Bauteils zu besorgen und dann zu rechnen. Aber da muss man trotzdem noch wissen, was denn jetzt eigentlich die Schwankungen sind. Weil ein Schaltungssimulator, der hat ja überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn der dann irgendwie ausspuckt, ja, in der Konfiguration ist der Strom jetzt nicht 45 mA so in etwa, sondern 44,97638 und dann noch 8 weitere Dezimalstellen. Damit hat der kein Problem, dass der so tut, als wäre das ein ganz exaktes Ergebnis. Gut, also jetzt haben wir dieses Bild mal gesehen, wir haben da was nachgeschaut. Ja, gibt es noch Fragen? Wir sind leise, weil sie in der Sauna ist. Die Frage war nach den Temperaturstreuungen, wie groß die sind. Die Antwort ist wieder zunächst mal, ich weiß es nicht genau. Manchmal steht sowas in den Datenblättern drinnen, manchmal auch nicht. Was ich da aber auf jeden Fall sagen kann zu den Temperaturstreuungen, man muss sich immer im Hinterkopf beachten, dass diese Dinge immer relativ zur absoluten Temperatur sind, also zur Temperatur in Kelvin. Das heißt,
der Unterschied, ob das jetzt 10 oder 20 Grad Celsius sind, das sind Kelvin gemessen ja vergleichsweise klein. Interessant ist es, wenn ich einen Bauteil um 100 Grad aufwärme, weil dann steigt ja auch in Kelvin die Temperatur gut um ein Drittel. Und dann können solche Effekte interessant sein. Wie groß die genau sind, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich weiß nur, dass es sehr beeindruckend ist bei viel einfacheren Bauteilen, wie zum Beispiel einem Stück Draht, wie sich der Leitwert von dem verändert, wenn man das einfach in flüssigen Stickstoff oder so hineintaucht. Oder mit einem Widerstandsbauteil, auf dem man irgendwie draufsteht, ich bin 1 Kilo Ohm, aber nicht mehr bei 150 Kelvin. Solange wir quasi an Breadboard-Schaltungen aufbauen, brauchen wir uns nicht allzu viele Gedanken darüber machen. Da schlägt uns die Temperatur eher einen Streich, wenn es ums Rauschen geht, dass die Sachen einfach anfangen zu rauschen, wenn sie wärmer werden. Ansonsten auch wieder Datenblätter, Simulationen. Die Temperatur ist immer ein Parameter in der Simulation. Also man kann sowas auch simulieren, dass man einfach sagt, bei 0 Grad Celsius, bei 20 Grad Celsius, bei 60 Grad Celsius, bei 100 Grad Celsius. Ja. Es kommt auch, es gibt auch eigene Bauteile, in denen, wo in einem Gehäuse zwei Transistoren drinnen sind auf einem gemeinsamen Die. Und das hat erstens mal den Grund, weil dann die allgemeinen Bauteilschwankungen viel, viel kleiner sind, weil es wirklich in einem Prozess die beiden Transistoren in einem Schritt gefertigt wurden, aber auch diese beiden Transistoren thermisch gut gekoppelt sind. Und wenn man quasi dann eine Schaltung hat, wo man nur darauf angewiesen ist, diese beiden Transistoren sollten ein ähnliches Verhalten haben, aber es ist nicht so wichtig, wie dieses Verhalten genau ausschaut, dann nimmt man solche Bauteile. Stromspiegel sind zum Beispiel sowas, zu denen werden wir noch kommen, aber nicht heute, weil wir uns heute im Wesentlichen mit dem Transistor als Verstärker beschäftigen. Gut, sonst Fragen? So, ich habe aber keine Ahnung, was wir da diskutieren sollen. Block 31 wurde der Transistor als Stromverstärker mit Verstärkungsfaktor B vorgestellt. Wie fängt es mit der Modellvorstellung, mit der Schreibung aus dem Kelvin entfällt? Ah, gut. Also, wir haben den Transistor als Stromverstärker zuerst kennengelernt mit dem Verstärkungsfaktor B. Und jetzt haben wir das ein bisschen genauer mit den Kennlinienfeldern. Und die Frage ist, wie verträgt sich das eine Modell, das einfachere, mit hier habe ich eine Zahl, das heißt die Stromverstärkung mit dem Kennlinienfeld. Und unter welcher Bedingung kann ich dieses Modell des Stromverstärkers verwenden? Und ich gehe einfach wieder zurück zum Datenblatt. So. Und ich frage einfach mal anhand von dem linken Bild, welche Stromverstärkung hat dieser Transistor? Okay, aufgrund welcher Linie? Ja, ich habe die 100 Milliampere genommen. Das ist Faktor 300. Was ist, wenn du die 50 Mikroampere-Linie genommen hättest? Dann wärst du nur 200 und ein bisschen was. Genau, dann wärst du noch 200 und ein bisschen was. Also wir sind uns nicht ganz einig, welche Stromverstärkung da rauskommen soll. Weil es halt davon abhängt, wo ich das anschaue. Aber wir sehen, diese grobe Abschätzung, die wir da oben gehabt haben, mit ein paar hundert, die kommt hin. Solange wir uns quasi diese rechte Hälfte von dem Kennlinienfeld anschauen, wo wir so im Wesentlichen ebene Linien haben und können sagen, okay, na gut, die 50 Mikroampere Linie, die entspricht dann vielleicht, was werden das sein, 12 Milliampere, und dann ist das eben ein bisschen mehr als 200, also wenn es 10 Milliampere wären, dann 200. Hier oben wird schon schwieriger, weil diese Linien quasi nicht wirklich einen Punkt erreichen, wo sie wirklich eben sind. Und hier ganz am linken Rand, bei einer kleinen Kollektor-Emitter-Spannung, ist es natürlich endgültig vorbei mit dieser Anschauung des Stromverstärkers. Also das geht eigentlich erst dorthin, wo wir diese Sättigung erreichen, dass dann diese waagrechte Linie sind. Das ist aber gerade umgekehrt, im linken Teil ist der Transistor gesättigt. Das ist gemein, wenn du das machst.
Das will ich jetzt, ja, mit gesättigt habe ich gemeint, dass diese Linien das Maximum erreichen. Ich habe jetzt nicht die Ladungsverteilungen im Halbleiter gemeint. Okay. Gut. Okay. Gut, also das war dieser Punkt. Das macht mich wahnsinnig. Ja? Das heißt, hier, da sehen wir die Stromverstärkung und der Rest ist dann halt, was wir mehr gewinnen als Informationen über den Transistor. Wir sehen halt in diesem Kentinen-Bild, dass es nur in einem gewissen Spezialfall, nämlich bei einer entsprechend großen Kollektor-Emitter-Spannung und bei einem entsprechend kleinen Basisstrom sinnvoll ist, von einem einfachen Stromverstärker zu reden. Und darüber hinaus brauchen wir dann dieses Bild. Gut, dann machen wir noch eine Übung. Erstellen Sie ein Kennlinienfeld eines Transistors in einem Schaltungssimulator mit Hilfe der Sweep-Funktion. Das überlasse ich jetzt euch. Wollen wir das hier machen? Soll ich das jetzt vormachen? Oder wollt ihr das zu einem anderen Zeitpunkt selber probieren? Haben wir schon gehabt, Schaltungssimulation? Wir haben den Workshop noch nicht gehabt. Da sollte man ihr auch mal reden, wann wir diesen Workshop machen. Aber jetzt reden wir mal drüber, ob wir dieses Ding jetzt sehen wollen oder ob ich dann quasi was spoiler von eurer persönlichen Übungserfahrung. Ich habe jetzt keine Präferenz herausgehört. Möchtest du es jetzt machen? Okay, wer möchte es jetzt sehen? Wer möchte es heute nicht sehen, weil das Gefühl hat, ich spoiler was oder was auch immer. Okay, es kommen noch ein paar weitere solche Übungen im heutigen Blog. Und ich würde vorschlagen, ich mache das jetzt mal vor, dieses erste, und die anderen überspringen wir aber jetzt heute und dann könnt ihr euch das selber vertiefen. Und bei Experimentiergruppe und diesen Gelegenheiten bin ich dann eher auch immer Feuer und Flamme dafür, was zu simulieren. Also das haben wir dann immer noch die Möglichkeit. Gut, dann machen wir das. So. Den Schaltungssimulator auf. Gut, was wir aber brauchen. Wir werden brauchen einen Transistor. Und ein Transistor ist ein nichtlineares Bauteil. Gut. Und wir nehmen jetzt einfach den Transistor, der da default bei sich drin ist, egal welche Einstellungen hat. Man kann natürlich dann aus dieser Component Library hier kann man auch echte Transistormodelle rausholen. Und da müsste sogar der BC547 drinnen sein, aber wir machen jetzt einfach mal den Standard-Transistor, der da drinnen ist, was immer, der dann für ein genaues Verhalten hat. Gut, und was wollen wir jetzt hier machen? Wir wollen den Strom messen, der durch den Kollektor fließt. Das heißt, wir brauchen eine Current Probe. Zack. Und wir brauchen eine Stromquelle für die Basis, weil wir ja eine Linie zeichnen wollen für jeden Basisstrom, den wir so finden. So. Und wir brauchen eine Spannungsquelle für den Kollektor, weil wir den ja vorspannen wollen mit unterschiedlichen Schaltungen. So, und jetzt gebe ich hier noch Namen. Das ist Spannung Kollektor. Das ist Strom Basis. So. Dann bewerfe ich meinen Schalter mit ein paar Massesymbolen. Und verbinde das
Und tust du das nicht direkt an das Bauteil, die Masse? Ah, das ist eine Eigenart von mir. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, nach so einem Anschluss gleich rechtwinklig wegzugehen, sondern ich hätte gern, dass die Leitung noch ein bisschen geradeaus geht, bevor es nicht hinkommt. Also. So. Dann schieben wir das so ein bisschen in die Ecke. IB? Ah, furchtbar. Das so, also. Gut, jetzt müssen wir dann noch eine Simulation hinzufügen. Wir müssen dem Ding halt sagen, was wir gerne simulieren wollen. Wir wollen jetzt hier einfach nur eine DC-Simulation machen. Wir wollen nur wissen, wie verhält sich das System bei einem konkreten stationären Zustand. Und die Parameter dieses stationären Zustands, den sweepen wir eben durch. Das heißt, wir machen dann einen Sweep, indem wir diese Spannung hier verändern und schauen, okay, wenn die Entspannung ein bisschen höher ist, wenn sie noch ein bisschen höher ist, wir rechnen jedes Mal den stationären Zustand und dann ändern wir in einem Sprung den Basisstrom und machen alles nochmal und sollten dann ein Kendinenfeld bekommen. Und bei Quicks funktioniert das so, dass ich erstmal hier eine DC-Simulation hinwerfe und dann brauche ich einen Parameter-Sweep und das trage ich jetzt ein, welche Simulation das ist. Der Sweep-Parameter, ich glaube, Basisstrom. Und den machen wir, sagen wir, linear von, was war die kleinste? 50 Mikro bis, weiß ich nicht, 1 Milli. Na, das ist zu viel. 500 Mikro. 300 war es, glaube ich. 300 Mikro? Mikro. Mikro. In 50er Schritten, ja. Kann ich hier 50 eintragen und dann weiß er, es sind so viele. Okay. Gut. Klein. So, und jetzt brauche ich einen zweiten Parameter Sweep für. Und das war von 0 Volt bis was? 20? 15? Und da machen wir jetzt viele Schritte, weil das werden die Linien, die einzelnen. So. Gut, schauen wir, was passiert, wenn wir es rechnen. Zumindest gerechnet hat er was. Diagrams, Cartesian. So. Und wir wollen das hier. Gut, wir haben die genau in der falschen Reihenfolge verkettet, die beiden, fürchte ich. So. Ha! Ja, das schaut doch ziemlich genau so aus wie das Bild, was wir vorher gesehen haben im Datenblatt. Vielleicht machen wir den Sweep da ein bisschen kleiner, dass wir nur bis 10 Volt gehen. 1000 Schritte. Findest du? Schaut so eckig aus ein bisschen. Okay, gut. Jetzt rechnet er. So. Ein bisschen runter. Es ist ein bisschen runter, genau. Aber wir können auch sagen, der Teil hier rechts ist furchtbar uninteressant, weil wir hier halt einen halbwegs idealen Transistor simulieren, nicht? Und der verhält sich jetzt wirklich, also in dem Fall kann man ganz extrem das sehen, was wir vorher beobachtet haben. Und im anderen Fall war es noch ein bisschen abgeschwächter. Gehen wir einfach mal her und tun da einen BC547 rein tun. Schauen wir mal, ob wir das gleiche Bild bekommen oder ein ähnliches für den Datenblatt. So. Transistoren. BC547. Gut, und rechnen wir nochmal. Okay. Wow. Schaut nicht ganz so aus wie das im Datenblatt, aber zumindest sehen wir, dass wir jetzt hier nicht perfekt ebene Linien haben, sondern dass wir hier einen gewissen Anstieg haben, der auch zunimmt, wenn man dann zu den größeren
Basisströmen kommt. Was man in Qwiks schön machen kann, ist, dass man solche Marker vergibt. Das zeige ich vielleicht noch kurz her, wenn ich den Button finde. Da ist er. Ich kann jetzt zum Beispiel hier drauf. Und da sehe ich jetzt eben, für welchen Basisstrom diese Linie war und so weiter und so fort. Gut. Und das sind deine 1000 Schritte, sehr fein aufgelöst. Okay, also so haben wir das gemacht. Wir haben hier ein Kennlinienfeld gezeichnet. Und das Einzige, was da wirklich Spannendes, sage ich jetzt mal, ist, wie man nicht eine Kennlinie zeichnet, sondern eben ein Feld von Kennlinien. Und das macht man eben in Qwiks, indem man solche Parameter des WIPs verschachtelt und einen Parameter bei dem anderen als Simulation angibt. Und wie ich was gerade gesehen habe, man kann es auch verkehrt machen. Wenn man es verkehrt macht, dann ist quasi diese Achse hier mit IB beschriftet, hat halt nur seine 5 Stützpunkte. Und ja. Gut, das war, glaube ich, das. So, noch Fragen? Dann machen wir weiter.